Vom Engagementlehrer zum Lehrerzombie. Das neue Buch von Klaus Schenk, erhältlich online und im Handel. Grüß Gott, wir begrüßen Sie wieder ganz herzlich zu einer Sendung der FT-Abi-Plattform. Thema ist hier mein Lehrerbuch vom Engagementlehrer zum Lehrerzombie. Aber das Besondere an dem Buch ist die Hybridlektüre. Das heißt, die Verbindung von Printausgabe mit Internet. Jetzt sehen Sie hier meinen Namen, Klaus Schenk, jetzt zu meiner Homepage, www.klausschenk.de. Da haben Sie oben die Menüführung. Da sehen Sie Lehrerbuch, zack, rein. Dann öffnen sich ein Ordner und in diesem Ordner sind die Artikel, die Kapitel exakt gleich angeordnet wie im Buch. Naja, jetzt ist ja klar, jetzt brauchen Sie nur gucken, welches Kapitel anklicken und dann haben Sie die Zusatzmaterialien. Naja, und das zweite von der Hybridlektüre, naja, das erleben Sie ja selbst. Unser YouTube-Kanal. Wir sind im vierten Kapitel, das heißt, also das Thema ist Handy und das heißt moderne Seuche, das Handy. Ich gebe Ihnen jetzt meinen Anfangstext zum Handy. Also zum Handy habe ich ein sehr gespaltenes Verhältnis, aber das kommt jetzt alles im Text. Den Text finden Sie auf Seite 80 in meinem Buch. Das Handy als Kommunikationskiller. Nein, ich bin nicht zu doof, ein Handy zu bedienen. Meine Schüler haben mir alles gezeigt und nicht nur einmal. Und irgendwann habe selbst ich es halbwegs gerafft. Halbwegs heißt, es reichte für mich. Kein Schnickschnack, keine sozialen Medien, fast nur Mails, außer bei Telefon und SMS kein Alarm und keine Vibration, eine bewusste Entscheidung. Ich habe eine Handy-Geheimnummer. Und damit ist viel geregelt. Handy und Unterricht. Meinen persönlichen Weg habe ich ausführlich in FT-Schülerartikel beschrieben. Den Link finden Sie unten. Ja, oder Sie klicken das vierte Kapitel an, dann haben Sie ihn. Was ich dieser ungemein netten 12. Klasse verdanke, ist eine ehrliche Handyaufklärung. Sie zählten für mich in einer Schulstunde die eingegangenen Nachrichten. Was für eine begeisternde Aufgabenstellung. Ließen sich mit ihren Handys fotografieren, zeigten mir die Handyverstecke und erklärten mir, die Nachrichten auf Facebook etc. seien eigentlich reine Zeitverschwendung. Und wir, ich betone ja wir, und wir beschlossen die Handyabgabe zu Unterrichtsbeginn. Die Schülerinnen und Schüler fanden das mit der Zeit sogar richtig gut, null Protest. Es war ja unser gemeinsamer Weg. Mit den Jahren habe ich eine richtige Aversion gegen den Handygebrauch entwickelt. Das Handy hat sich zur Kommunikation-Mordwaffe entwickelt. Keine tiefere Kommunikation ist mehr möglich, ohne dass nach relativ kurzer Zeit irgendeiner sein Handy hochreißt und schreit, schaut, was gerade gekommen ist. Das ist ja so was von lustig. Und alle beugen sich über das Handy. Auf Shopping-Queen-Niveau ist von Kommunikation keine Rede mehr. Alle nehmen an denen Anteil, die nicht in der Runde stehen. Willst du Aufmerksamkeit, dann schicke hopsende Känguru-Babys aus Australien oder wenigstens ein paar süße Kätzchen. Das konkrete Gegenüber ist so konkret, dass es konkret nicht mehr wahrgenommen wird. Deshalb schicken sich auch Schülerinnen Nachrichten, wenn sie nebeneinander stehen. Das ist dann die moderne Handy-Face-to-Face-Kommunikation. In der Schulcafeteria hatte ich beim Essen Zeit, Schülerinnen zu beobachten. Sie stehen in der Schlange und alle 30 bis 60 Sekunden wird das Handy aus der Gesäßtasche gezückt, kurzer Blick, wieder reingesteckt. Subjektiver Eindruck, das Zeitintervall
ist bei weiblichen Wesen kürzer als bei männlichen. Sie, unabhängig vom Geschlecht, sprechen miteinander mit dem Blick aufs Handy, Missachtung des anderen. Aber es stört niemanden, denn alle missachten einander gleich. Die Erwachsenen, kein Stück besser. Einladung zum Abendessen, die verschiedenen Handys der Familienmitglieder liegen auf dem Tisch. Irgendeines ploppt immer. Irgendeiner ist stets auf Handy. Und wenn es plötzlich mein Gesprächspartner ist, mein Pech. Messer, Gabel, Teller, Handy. So sieht heute ein Mittagstisch aus. Old school. Beim gemeinsamen Essen hat ein Handy nichts verloren. Und selbst bei Sitzungen ploppen die Handys nervtötend vor sich hin. Niemand findet etwas dabei, wenn ein, zwei Anwesende immer in der Internetwelt abgetaucht sind. Sie tauchen ja relativ schnell wieder auf. Dafür tauchen andere ab. Erwachsenen-Handysucht. Eine moderne Form der Vorbildspädagogik. Sie wirkt auch im Kino. Bei jeder Nicht-Action-Stelle, bei jedem längeren Dialog im Film zieht irgendwer sein Handy. Das Dunkel des Kinos wandelt sich zu einer permanenten Kurzlichtschau. Irgendwem ist immer langweilig. Wieder sind die Erwachsenen wenig besser als Jugendliche. In der Schülerzeitungsredaktion von 2013 ist die Handy-Thematik unser Leitthema. Wir beschlossen, eine No-Phone-Redaktion zu werden. Wenigstens während der Sitzungen und den gemeinsamen Essen. Die nachfolgenden Artikel zeigen unsere theoretische Auseinandersetzung mit diesem Thema. Müssen halt das Buch kaufen und dann nachlesen. Der durchdachte Artikel heißen aber noch lange nicht durchdachte Handy-Diät. Und jetzt noch eine große Bitte. Sollten wir uns irgendwann mal persönlich begegnen, bitte schalten Sie im Gespräch mit mir Ihr Handy aus, wenigstens auf Flugmodus. Eine Handypräferenz empfinde ich als verletzend. Ich stehe auf Menschpräferenz. Das war der Text, der Einleitungstext zum Thema moderne Seuche, das Handy. Jetzt meine zwei Punkte. Aktion Lehrerdank. Gehen Sie wieder bitte auf meine Homepage www.klausschenk.de. Oben in der Menüleiste Aktion Lehrerdank anklicken und bitte werden Sie noch ein bisschen aktiv. Sie können so, so viel verändern. Sie sind Mittelständler, also der zweite Punkt, Sie sind Mittelständler. Setzen Sie doch bei uns Banner für Auszubildende mit Abitur. Wir sind ein reiner Oberstufen-Schülerkanal oder für Studenten im Blick auf die duale Hochschule. Alle Informationen finden Sie in dem Ordner Lehrerbuch. Letzte Information. Unser Schwerpunkt ist Süddeutschland. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und alles, alles Gute.